Hallo Schwarzbundfreunde, hier ist Thorsten aus der Mittelweserregion. Ich wollte heute mal ein bisschen was über Futteraufnahme und Futterfressverhalten der Kühe sprechen und warum das überhaupt so wichtig ist. Futteraufnahme, unser Ziel ist es schon, dass die Kuh so viel wie möglich frisst, einfach aus dem Grund, weil sie dann gesund ist, und wenn sie gesund ist, haben wir weniger Arbeit damit und sie gibt natürlich auch viel Milch. Aber warum ist es auch so wichtig, dass sie gleichmäßig frisst? Also warum wir auch zum Beispiel viel oder oft Futter ranschieben? Das ist wichtig. Die Kuh soll also nicht nur zweimal am Tag oder dreimal am Tag herkommen und große Mengen fressen, sondern sie soll 7, 8 oder auch 10-mal kommen und immer kleine Mahlzeiten fressen. Aus dem Grund, jedes Mal, wenn sie frisst, senkt sich der pH-Wert im Pansen ab, und weil die ganzen Kohlenhydrate, leicht verdaulichen Kohlenhydrate, die werden umgesetzt im Pansen und dadurch geht der pH-Wert runter. Und wenn der zu weit runter sinkt, dann geht die Pansenaktivität ist nicht mehr vernünftig. Dann spricht man von einer Pansenazidose. So, wenn die Kuh jetzt aber mehrmals am Tag kommt und immer kleine Mengen frisst, dann geht der pH-Wert nicht ganz so runter und geht nicht unter diesen kritischen Punkt. Und dann ist sie, man sagt, pansenstabiler. Also die ist pansengesünder den ganzen Tag über. Und deswegen ist es das große Ziel, so viel wie möglich kleine Mahlzeiten zu schaffen. Und deswegen gehen wir bei uns zweimal am Tag, füttern wir, dass wir die Kuh immer wieder animieren, auch wenn es nur eine kleine Mahlzeit ist, an den Futtertisch zu kommen. Und zwischen den Mahlzeiten, wenn wir mit dem Futtermischwagen füttern oder zwischen den Fütterungen, schieben wir mit dem Hofschild und mit dem Teleskoplader das Futter ran, auch wieder um der Kuh frisches Futter zu geben und zu animieren, dass er am Futtertisch kommt und, wenn es sein muss, nur ein paar kleine Happen zu fressen. Und das ist, wie gesagt, ganz wichtig. Jetzt wisst ihr, habt ihr mal was über Futteraufnahme gehört. Und eins wollte ich noch sagen, das habe ich gerade vergessen. Wichtig ist natürlich auch, wir wollen keine Überbelegung haben. Also eigentlich wäre es am schönsten, wenn jede Kuh einen Fressplatz hat, damit auch wenig Rangkämpfe untereinander sind. Und dann wird die Kuh nämlich auch nicht gestört und kann wesentlich ruhiger fressen und der Pansen ist so auch gesünder. Okay, jetzt habt ihr ein bisschen was über Futteraufnahme und Fressverhalten gehört und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinguckt. Macht's gut, tschüss!